Wir gucken uns ein weiteres Video an. Rassismus, ist Schwarzsein in Deutschland gefährlich? Eigentlich müsste es heißen, wie gefährlich ist Schwarzsein in Deutschland? Eigentlich auch egal, es handelt sich natürlich um eine Suggestivfrage. Wir schauen uns kurz die Beschreibung des Videos an. Schwarze Menschen sind laut einer Studie in Deutschland häufiger von Rassismus betroffen als in anderen EU-Ländern. Selbst alltägliche Situationen sind für BIPOC in Deutschland oft mit Rassismuserfahrungen verbunden. Rund 93% der schwarzen Menschen in Deutschland erleben Diskriminierung in der Freizeit und der Öffentlichkeit. Ist das nicht irgendwie dasselbe? Als erste Anlaufstelle gilt in diesen Fällen die Polizei. Doch gerade hier erleben schwarze Menschen immer wieder Diskriminierung. Beim Racial Profiling etwa ergreift die Polizei Maßnahmen allein aufgrund äußerer Merkmale wie der Haut, ohne konkrete Verdachtsgrundlage oder Gefahr. Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Was braucht es, damit BIPOCs in Deutschland sich erleben können? Und wo fangen wir am besten damit an? In der aktuellen Folge unter anderem dreht sich alles um anti-schwarzen Rassismus in Deutschland, warum Aufklärung bei der Sprache anfängt, rassistische Witze nichts mit Humor zu tun haben. Da auf die Erklärung bin ich gespannt. Und es mehr Lehrer-SternchenInnen mit Migrationsgeschichte braucht. Über das und mehr sprechen unsere drei Gäste. Ich habe auch schon das Wort Gäst-SternchenInnen gelesen. Ich glaube, das sollte man hier gendern. Drei Gäste, Daphne, Savio und Bouba. Dabei bringt jede Sternchen R als B-Pox ganz eigene Erfahrungen ein. Bei unter anderem spielen wir ein Meinungsgame. Drei Gäste unterschiedlicher Meinungen. Im Leben sind diese drei nicht unterschiedlicher Meinung. Müssen in drei Runden jeweils eine Quizaufgabe erfüllen und Punkte sammeln. Bei unter anderem geht es nicht um die richtige Meinung. Ich bin mir sicher, die richtige Meinung ist von Anfang an vertreten. Aber wir sind natürlich unvoreingenommen. Übrigens, ich habe das Video noch nicht gesehen. Es ist für mich und vielleicht auch den einen oder anderen von euch Premiere. Drei Gäste unterschiedlicher Meinung müssen in drei Runden jeweils eine Quiz, das habe ich schon gelesen. Genau, bei unter anderem geht es nicht um die richtige Meinung, sondern darum, sich bestmöglich anderen Perspektiven anzunähern. Wie erleben die Teilnehmenden das Spiel? Was nehmen sie von den Perspektiven der anderen für sich mit? Bei Teilnehmende, ja, diese wunderschöne Grammatik, bei Teilnehmenden, ja, diese wunderschöne grammatische Form, da muss ich an die Zuschauenden denken, dass die Zuschauenden immer weniger werden bei den Öffentlich-Rechtlichen, was ja bedeutet, dass sie dann keine Zuschauenden mehr sind, also zu dem Zeitpunkt. Also es ergibt wirklich, Gendern ist wirklich Müll. Also es ist wirklich, wirklich ganz großer Müll. Wir starten, starten mit dem Video. Ich brauche ein Sicherheitsgefühl, wenn ich Opfer von Rassismus bin, dass mein Umfeld reagiert und sagt Stopp. Jetzt, wo die AfD wieder, weiß ich nicht, 19 bis 23% der Stimmen hat bei Sonntagswahlen, da habe ich Angst. Um den Schüler sich sicherer zu fühlen, denke ich, dass man... Bisschen Mansplaining, es sind Sonntagsumfragen. Es sind keine Sonntagswahlen. Aber egal, ich bin hier nicht Experte, ich will hier nicht Mansplainen. Oder ist es Whitesplainen? Egal. Lass uns mehr POCs und generell Leute mit Migrationshintergrund in diesen Positionen wie Lehrer, Lehrerinnen und sowas haben muss. Journal für politische Bildung sagt, in Deutschland leben circa 1 Million schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen. Würden wir alle irgendwie mit reinnehmen. Ich meine, das ergibt keinen Sinn. Da gehören auch ein Haufen anderer Gruppen dazu, die ganz offensichtlich keine schwarze Hautfarbe haben. Das sind, wenn es 1 Million sind, ja, eins von 80, das sind 1,25%. 1,25% und wir brauchen in allen Bereichen mehr Sichtbarkeit. Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil wäre das in der Werbung zum Beispiel der Fall oder weiß ich nicht, bei Disney-Verfilmungen, bei Netflix-Adaptionen, die in Deutschland gezeigt werden, dann müsste man da ganz schön zurückschrauben. Ich sag's bloß. Unter anderem treffen drei Gästinnen mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander. In jeder Runde wird diskutiert. Ihr habt gemerkt, ne? Gästinnen, also hier im Beitrag wird gegendert, in der Videobeschreibung nicht. Ich glaube, das zieht eine Programmbeschwerde nach sich, Freunde. Diskutiert, es werden Quizfragen beantwortet und am Ende gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Wer sich in die Argumente seiner Mitspielenden am besten hineinversetzt, hat die Chance auf den Sieg und gewinnt am Ende 1 Minute Redezeit und einen warmen Regen voller Komplimente. Los geht's! Unser
Ich möchte spoilern, ich werde diese Diskussion gewinnen. Thema heute: Ist Schwarzsein in Deutschland gefährlich? Schwarze Menschen sind einer Studie zufolge in Deutschland deutlich häufiger von Rassismus betroffen als in vielen anderen EU-Staaten. Mit 76% belegt Deutschland den ersten Platz von 13 EU-Ländern, wie die Europäische Agentur für Grundrechte mitteilte. Nahezu die Hälfte der Befragten gaben an, im Alltag mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert zu sein. Heute spielen mit: Ich bin Daphne, 29 Jahre alt und arbeite als Moderatorin, Reporterin, aber auch als Journalistin. Ich bin heute hier, um gemeinsam mit den anderen über das Thema Rassismus zu sprechen. Dieses Thema braucht mehr Sichtbarkeit, mehr Anerkennung und ich freue mich sehr auf den Austausch. Schwarzsein in Deutschland ist gefährlich, weil schwarze Menschen von rassistischen Gewalttaten betroffen sind, weil schwarze Menschen psychischen Problemen und Traumata ausgesetzt sind und Exotisierung und Sexualisierung ausgeliefert sind. Okay. Ist nicht jeder irgendwie all diesen Dingen ausgesetzt? Also, gerade körperlicher Gewalt und so, die meisten Opfer sind immer noch Männer. Ist das dann nicht einfach deutlich riskanter, einfach Mann zu sein? Ja, hallo, ich bin Savio David. Ich bin Musical-Darsteller, Komponist und Content-Creator aus dem wunderschönen Hamburg. Mein Content online beschäftigt sich viel mit Aufklärung, unter anderem über das Thema Rassismus im Generellen und einzelne Rassismusprobleme. Ich habe das Gefühl, der Alltagsrassismus gegenüber schwarzen Personen wird immer stärker und immer lauter und weniger hinterfragt. Ich habe selbst erlebt, dass der Rassismus, vor allem auch die Gewalttaten gegenüber schwarzen Personen, immer krasser und schlimmer werden. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit der Polizei in Hamburg gemacht und es wurde sehr gut auf mich eingegangen als POC-Person. Also wir haben hier zwei identische Meinungen. wenn wir uns die Beschreibung nochmal angucken, dann, drei Gäste unterschiedlicher Meinung. Vielleicht ist ja Nummer drei plötzlich ganz anderer Meinung. Hi, ich bin Buwa, ich bin 27 Jahre alt, halb Senegalese, halb Deutscher, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist. Und momentan bin ich leidenschaftlicher DJ. Schwarzsein in Deutschland ist nicht immer ungefährlich. Fühlt sich teilweise schon Berlin, sicher. Meine Heimatstadt, fühlt sich für mich ungefährlich an, weil ich genau weiß, wo und wie ich mich zu verhalten habe, um keine Probleme zu generieren. Außerhalb von Berlin sieht das schon wieder anders aus, weil ich erstens dort die Leute nicht kenne, zweitens nicht die Ecken kenne, in denen es vielleicht gefährlicher ist und vielleicht weniger gefährlich. Und des Weiteren, weil ich auch weiß, dass in manchen Teilen Deutschlands ein auch verankertes Rassismusproblem in der Polizei herrscht und ich dadurch nicht mal im Ernstfall auf diese zählen könnte. Hä? Ich fühle mich in anderen Teilen Deutschlands nicht sicher, weil ich mich da nicht auskenne, weil ich die Polizei nicht kenne? Was ist denn das für ein Argument? Das ist doch kein Argument. Wir starten in die erste Runde. Der Tisch entscheidet, wer die erste Frage vorliest und entscheiden darf, wer die Diskussion startet. Yes! Okay, Leute, mal sehen. Anders hätte ich es auch nicht gewollt. Same. Wie können wir rassistische Sprache verhindern? Möchtest du direkt anfangen? Erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was eigentlich wirklich Worte mit rassistischer Konnotation sind, die vielleicht auch im allgemeinen Sprachgebrauch oft verwendet werden, ohne dass man da großartig drüber nachdenkt. Ich glaube auf jeden Fall auch, Bewusstsein schaffen, aufklären. Und ich glaube, aufklären beginnt halt für mich persönlich schon einfach schon in der Schule und im Kindergarten, dass du dort irgendwie schon schaust, dass gewisse Bücher oder gewisse Sachen schon nicht mehr unbedingt so da sind, die diese Wörter positiv pushen. Oder verharmlosen, indem sie halt einfach weiter im Gebrauch bleiben. Es ist auch richtig wichtig, dass wir Alternativen schaffen, weil was sage ich denn, wenn ich die Worte nicht mehr verwenden darf? Was sind die Alternativen? Da bin ich drauf womit gespannt. Fühlen sich Menschen sicher? Was sind vielleicht Selbstbezeichnungen von betroffenen Personen? Und wenn man darauf hingewiesen wird von einer Person, die halt davon betroffen ist, dann auch diese Kritik oder
dieses Gefühl der Person anerkennen. Also ich bin komplett weiß aufgewachsen, was die Familie angeht. Da gab es letztes Jahr einen riesigen Streit beim Geburtstag, weil halt eine am Tisch gesagt hat, ja, ich werde trotzdem Negerkuss sagen. Und ich so, hey, ich sag dir doch jetzt hier gerade eben, dieses Wort ist rassistisch, es hat rassistischen Hintergrund und ich fühle mich nicht wohl mit diesem Wort. Komm, dann sag's doch wenigstens nicht, wenn ich jetzt gerade hier bin und kannst du das respektieren? Und so, nee, das verstehe ich gar nicht. Und ich meine, du bist ja jetzt hier auf dem Dorf, da musst du ja eigentlich auch damit rechnen. Ich so, du musst auf dem Dorf rechnen. Ich so, ja, das war einfach so, wo ich wirklich komplett perplex war. Wo ich dann schlussendlich einfach den Tisch verlassen habe, weil ich gesagt habe, sonst werde ich jetzt hier wirklich sauer. Und dann bist du wieder in diesem Bild von Angry Black People drin. Ja. Also er darf das N-Wort ganz offensichtlich aussprechen. Wäre ich jetzt er, hätte ich Negerkuss gesagt. Ich sage natürlich nicht Negerkuss, weil ich nicht schwarz bin. So, deswegen N-Wort, Negerkuss sprechen wir nicht aus. Ich glaube, es geht nur um den ersten Teil davon. Neger, nicht um das Wort Negerkuss. Egal. Darum soll es in diesem Beitrag nicht gehen. Wir haben drei unterschiedliche Meinungen. Zu diesem Thema nicht. Ich weiß, in so einem Moment fühlt man sich so alleine auch oft. Es ist selten, dass jemand anderes irgendwie dann zur Seite kommt und einen supportet und sagt so, jo, das geht so nicht. Hinter dem Narrativ der Angry Black Person verbirgt sich ein rassistisches Stereotyp, das in den Medien und vor allem in der popkulturellen Unterhaltung das Bild der von Natur aus schlecht erzogenen und gelaunten schwarzen Person reproduziert. Ich glaube, es geht meistens um Frauen. Diese Darstellung ist problematisch, da es Betroffenen das Recht auf Wut abspricht und rassistische Narrative bedient. Ihr habt das Recht, wütend zu sein. Jeder hat das Recht, wütend zu sein. Wenn es halt nur auffällig oft passiert, wird halt ein Stereotyp draus. Im Moment fühlt man sich so alleine auch oft. Es ist selten, dass jemand anderes irgendwie dann zur Seite kommt und einen supportet und sagt so, jo, das geht so nicht. Vor allen Dingen in total weißen Räumen. Ich bin auch mit einer weißen Familie aufgewachsen und wir haben alle Rassismus internalisiert. So, es ist in uns drin, es ist in unserer Erziehung drin. So, ich war auch nicht immer perfekt und habe Fehler gemacht, genauso auch meine Familie. Und es ist halt so krass, wenn da so Konflikte aufkommen und die nicht geklärt werden können. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dann die Leute, die rassistischen Begriffe verwenden und die man darauf hinweist, die eigentlich inzwischen wissen, das geht so nicht mehr, aber irgendwie schaffen sie es nicht, über diese Scham hinwegzukommen, dass sie jetzt gerade quasi markiert werden als die Person, die was Rassistisches gesagt hat. Und es ist halt wichtig, dass diese Menschen es schaffen, über dieses Schamgefühl hinwegzukommen, was ganz natürlich ist, was jeder von uns vielleicht mal erlebt hat, und dann dieses auch anzuerkennen, dass man was falsch machen kann. Also anzuerkennen, dass man was falsch machen kann oder anzuerkennen, dass man jetzt von dir als Rassist bezeichnet wird. Ich würde behaupten, das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wenn ich irgendwas sage, was jemanden verletzt, dann lasse ich gerne mit mir darüber reden. Dann kann man das irgendwie debattieren, diskutieren. Weil ich aber zufällig etwas sage, was dich verletzt, lasse ich mich nicht als Rassist abstempeln. Keine Chance. Wird nicht passieren. Niemals. Und dass man es aber auch wieder besser machen kann. So. Also ich persönlich habe so einen Umgang unter Freunden und so bei Leuten, wo ich halt wirklich weiß, dass wenn sie halt auch mal Humor irgendwie mit mir verwenden, der jetzt für andere Leute auf den ersten Blick verletzend wirken könnte. Aber ich habe halt mit denen so eine klare Abregelung, dass es halt mit mir geht es klar, weil ich dich kenne, ich weiß, wie das gemeint ist und so. Aber das ist nicht der Freifahrtschein, bei anderen zu machen. Und ich möchte jetzt hier in dieser Runde gar nicht unbedingt explizite Witze wiedergeben, sondern nur irgendwie... Ich hätte die gern gehört. Dass es halt früher so war, dass ich dann auch Scherze, die halt einfach eigentlich gar keine Scherze waren, sondern nur plumpes Abarbeiten von Stereotypen, habe ich dann auch so abgelächelt und so getan, als ob es mich nicht so trifft. Aber irgendwie hat es mich getroffen und da dachte ich, aber da muss ich jetzt mitgehen, weil sonst bin ich halt wieder irgendwie die Buh-Person. Die Phase haben alle durchgemacht. Ja, genau. Und halt. Ja. Bei mir gibt es da tatsächlich Grenzen. Da habe ich auch letztens tatsächlich mit Freundinnen von mir drüber gesprochen, dass ich nicht verstehen kann, warum noch gewisse schwarzen Witze, Nazi-Witze oder weiß ich was Witze gemacht werden, weil für mich ist es kein Humor. Ich lache da auch irgendwie 0,0 drüber und reagiere inzwischen allergischer drauf. Also bei mir ist es so komplett anders. Und ich würde mir eigentlich auch gesamtgesellschaftlich wünschen, dass solche Witze verschwinden würden, weil sie halt auch Rassismus reproduzieren. Nee, sehe ich nicht so.
Das ist ihre Meinung, ich erkenne ihre Meinung an und ich kann auch verstehen und nachvollziehen, dass sie diese Witze nicht lustig findet. Jemand anderem damit aber zu unterstellen, er sei Rassist, weil er über Humor, über Witze lacht. Ganz häufig kommt ja das Argument, ja, du musst irgendwie nach unten treten. Ja, nach unten musst du treten. Die Frage ist ja, wie lange kannst du nach unten treten, bis es dann sich vielleicht dabei auch zufällig um eine Minderheit handelt. Also für mich ist Humor etwas Absolutes. Und sobald ich dort Ausnahmen mache, bin ich eigentlich derjenige, der diese Gruppe irgendwie benachteiligt, weil ich die Leute ausschließe und davon ausgehe, dass sie nicht damit umgehen können. Ja, mal angenommen, ich mache über alle Gruppen Witze. Ja? Über Behinderte, über Rollstuhlfahrer, über Blondinen, über alte weiße Männer, über keine Ahnung was, Frauen generell. So. Und dann lasse ich aber diese eine Gruppe lasse ich halt aus, weil ich davon ausgehe, dass die nicht damit umgehen können, dass ihre Gefühle verletzt werden, dass sie psychisch nicht in der Lage sind, das zu verarbeiten, wenn auf ihre Kosten Witze gemacht werden. Weiß ich nicht. Halte ich für die schlimmere Alternative, für die tatsächlich Ausgrenzung hervorbringt. Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Also bei mir ist es oftmals so, dass ich mit meinen engsten FreundInnen oftmals schon rassistischere... Das geht mir so auf den Sack, dieses Gendern. Witze mache, aber im Kontext von ich lade sie ein, mit mir über mich zu lachen. Darf ich noch mal kurz fragen, ja. Sind das Friends, mit denen du diese Witze machst, die schwarz sind? Oder sind das auch Leute, die weiß sind? Beides tatsächlich. Wenn ich im POC-Kreis bin... Jetzt bin ich drauf gespannt, wenn sie jetzt sagt, dass Schwarze über schwarze Witze... Wenn sie jetzt sagt, dass Schwarze über schwarze Witze machen dürfen... Also tut mir leid, Mädel, dann bist du wirklich unten durch. Und ich könnte mir vorstellen, wer am Ende die Debatte gewinnt und die eine Minute Redezeit hat. Nämlich, ich habe ihren Namen vergessen, aber Madame rechts im Bild. Da sind diese Witze gar nicht so präsent. Und warum? Das ist nämlich die Frage. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Ding. In welchen Kontexten werden solche Witze gemacht? In Kontexten, wo man mit Weißen ist. Wo man versucht eigentlich hast du es selber schon gesagt, das ist eine Art Verharmlosung von dem, was wir eigentlich auch erleben. Und Was erlebt ihr? Nenn mir ein konkretes Beispiel dafür. Mikroaggressionen, eine Oma, die... Was es ihr Leben lang gemacht hat, Negerkuss sagt auf der Familienfeier. Also ich brauche Beispiele dafür. Ich möchte das nachvollziehen können. Weil wenn das dein systematischer Rassismus ist, ja, Omas Negerkuss, tut mir leid, dann weiß ich nicht. Fällt es mir schwer, da irgendwie Mitleid aufzubringen. Unter POCs wird das nicht gemacht. Ja, ja! Weiter geht's mit einem Quiz. Für die richtige Antwort gibt es jeweils einen Punkt. Wo erfahren schwarze Menschen in Deutschland am häufigsten Rassismus? A. Öffentlichkeit und Freizeit. B. Justiz. C. Wohnungsmarkt. Ich mutmaße Wohnungsmarkt in diesem Zusammenhang. Und das ist eine Art von Racial Profiling der Vermieter, weil ich mache mit einer bestimmten Gruppe von Personen schlechte Erfahrungen und weil ich denselben Fehler nicht immer wieder machen möchte. Fehler, ne? Ist ja ganz vorsichtig eingeklammert. Weil ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht wiederholen möchte, schließe ich dann eine bestimmte Gruppe aus. Zum Beispiel, weiß ich nicht, hatte ich immer Probleme mit alten, reichen, weißen, besonders wohlhabenden Männern. Deswegen vermiete ich an die jetzt keine Sozialwohnung mehr. Das ist schwierig. Ich rate. Ich muss auch raten. Okay. Mhm. Spannend. Ja, ich meine... Erklär mal, warum. Gerne. Ja, ich würde sagen, schwarze Menschen erfahren überall Rassismus. Aber ich dachte, diese Antworten müssen sich bestimmt auf irgendwelchen Statistiken beruhen. Daphne hat recht. Antwort A ist richtig. Der Afrozensus von Each One Teach One e.V. hat sich als erste deutsche Studie ausschließlich mit schwarzen Menschen in Deutschland befasst. Laut der Studie erleben schwarze Menschen vor allem Rassismus in freizeitlichen Momenten sowie der breiten Öffentlichkeit. 93,2% der Befragten gaben an, hier selten, manchmal, oft oder sehr häufig Rassismus zu erfahren. Ja, was versteht ihr unter Rassismus in der Öffentlichkeit und Freizeit laut dieser Studie? Werde ich das recherchieren? Ich weiß es nicht. Daphne gewinnt einen Punkt. Savi und Buba haben 0 Punkte. Herzlichen Glückwunsch, Schreibt Daphne. Schreibt doch eh gerne in die Kommentare, was ihr gegen Rassismus tut. Daphne! Neue Runde. Dreht den Tisch. Yes, Mama. Alles klar. Ist die Polizei eine Gefahr für schwarze Menschen?
Savio. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich persönlich in Hamburg mit der Polizei bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe. Im März wurde ich einmal auf dem Kiez auch rassistisch angegangen. Da hat mir ein Typ eine Flasche über den Kopf gehauen. Ich habe hier immer noch diese Narbe davon. Als ich dann zur Polizeistation gegangen bin, um das dann auch zur Anzeige zu bringen, wurde ich zum Beispiel auch erstmal gefragt, möchtest du mit jemandem POC sprechen und das alles zur Anzeige bringen? Und da war ich so, ihr macht euch ja wirklich ein bisschen Gedanken. Ich schäme mich irgendwie dafür, ja, weil ich mir irgendwie so denke, so actually I shouldn't, aber ich bin froh darüber, dass es so war. Aber ich kenne viel zu viele Negativbeispiele, deswegen fühle ich mich so, als würde ich jetzt gerade die Polizei krass in Schutz nehmen. Aber ich kann es ja nur auf mich persönlich beziehen. In Baden-Württemberg, wo ich aufgewachsen bin, da habe ich sehr viel von Racial Profiling erfahren und da war es sehr viel im Sinne von... Mit Racial Profiling wird die Methode bezeichnet, das physische Erscheinungsbild, etwa Hautfarbe oder Gesichtszüge einer Person als Entscheidungsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen wie Personenkontrollen, Ermittlungen und Überwachungen heranzuziehen. Ermittlungen. Wenn ich ermittle in einem Fall... Ja, zum Beispiel Grenzschutz, Grenzpolizei, Bayern. Und es heißt, drei Schwarzafrikaner, nein, wir sagen das anders. Drei Afrikaner, mutmaßlich Marokkaner, befinden sich in diesem Zug und wollen illegal, ja, wie ins Spahn sagt, irregulär nach Deutschland einreisen. Und da sitze ich mit Heinz Jürgen und Thorsten. Und da sitzt ihr drei. Und dann werdet ihr kontrolliert. Ich aber nicht. Racial Profiling. Wenn ermittelt wird und die Täterbeschreibung ist, großer schwarzafrikanischer Mann mit roter Jacke, wie auch immer, und der Schwarzafrikaner mit roter Jacke wird kontrolliert, ist das laut dieser Definition Racial Profiling und verboten. Ihr könnt selber beurteilen, wie sinnvoll das tatsächlich ist. Ja gut, ich bin jetzt der einzige Schwarze in meiner Freundinnengruppe und bin der einzige, der auf einmal so random nach dem Ausweis gefragt wird. Oder da habe ich eher das Gefühl, je südlicher es geht oder östlicher, dass es da schlimmer wird. Ich persönlich habe auch noch keine schlechten Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Mein Bruder zum Beispiel hat schon krasse Polizeigewalt erfahren, rassistische Polizeigewalt erfahren. Kleine Anmerkung noch zu der Kiez-Geschichte eben. Also er wurde irgendwie angegriffen auf dem Kiez, behauptet, das sei Rassismus gewesen. Er erzählt uns aber übrigens nichts über die Geschichte, also was dahinter stand. Ja, in Zukunft möchte ich auch nur mit weißen, jungen Polizisten sprechen, wenn ich irgendwo was melde. Ein Hassverbrechen zum Beispiel. Und das ist halt auch der Grund, weswegen... ich einfach komplett Anti-Polizei bin. 50% der schwarzen Menschen. Ihr habt nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Im Gegenteil. Mein Bruder aber, und deswegen ist die Polizei scheiße. Das ist schlüssig. In Deutschland erfahren auf jeden Fall Racial Profiling. Mhm. Zumindest ergibt das diese Umfrage vom Afrozensus, von der wir gerade schon gehört haben. Und 30% werden sogar häufiger angehalten. Also weiß ich nicht, mehrmals im Monat. Ich habe darüber auch mal einen Beitrag gemacht mit betroffenen Personen. Und in der großen Afrozensus-Online-Befragung wurden erstmals die Lebensrealitäten, Diskriminierungserfahrungen und Perspektiven schwarzafrikanischer, afrodiasporischer Menschen in Deutschland erfasst. Es gibt Einblicke in die Erwartungen an die Gesellschaft und soll dazu beitragen, mehr Sichtbarkeit für die jüngsten Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Okay. Scheint wichtig zu sein. Ich muss sagen, das sind alles so krasse Erfahrungen und das ist so ein Status quo, den ich einfach nicht akzeptieren will und der mir selber auch so schmerzt. Und obwohl ich selber nicht diese Erfahrung gemacht habe, sobald ich Polizei sehe, ist mein Puls auf 180. Als ich die Frage gehört habe, mein Puls ist auf 180. Das ist übrigens, was man Ostdeutschen abspricht, fordert sie hier für sich ein. In Ostdeutschland leben ja wesentlich weniger Migranten als in Westdeutschland vor allem, als in NRW zum Beispiel oder Berlin. Und dort möchte man diese Zustände wie in den Großstädten nicht haben, aber man verwendet das als Argument gegen die Menschen, die dort überwiegend eine Partei wählen, die das strikt ablehnt, weil ja, ihr habt doch diese Probleme gar nicht. Das ist exakt dasselbe. Sie hat diese Probleme auch nicht, hat nie die Erfahrung gemacht, ist aber auf 180 unfassbar getriggert von der Polizei und fühlt sich direkt persönlich angegriffen. Das ist Doppelmoral. Weil es ist so eine
so eine Mischung aus ja, Wut und Ohnmacht eigentlich, wenn es um die Polizei geht. Das ist einfach eine Institution, die viel zu viel Macht hat. Keine negativen Erfahrungen. Überhaupt nicht sensibilisiert ist. Und zu viel Rassismus auch in. Keiner von denen hat bisher schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Er wurde sogar, er hat in Hamburg die Polizei angesprochen, die haben ihm angeboten, mit einem farbigen Polizisten, mit einem Schwarzen, mit einem BIPOC-Polizisten zu sprechen, ob ihm das lieber wäre. Und die schwadronieren von rassistischer Polizeigewalt. Ich pack's nicht, Alter. Sich hat, also was ja. Da alles rauskam. Das wird einfach systematisch so viel durchgehen gelassen, was halt einfach immer wieder besprochen wird, dass es nicht in Ordnung ist. Und dann wird das immer mit abgetan, dass es ja einfach nur ganz viele Einzeltäter sind oder ganz viele Einzelfälle. Ich persönlich fühle mich in Berlin und eigentlich Großstädten von der Polizei sicher und hatte da auch nur positive Erfahrungen. Erstens, weil ich auch immer probiere sehr deeskalierend zu reden, mich immer extra ruhig zu verhalten. Ist ja eigentlich auch schon das Problem. Entschuldigung, Problem. So, ich merke aber einfach nur, bei mir könnte es halt viel schneller wegen einer Kleinigkeit eskalieren. Ich habe zum Beispiel mit 20 Jahren in Hannover meinen Führerschein verloren, weil ich dort mit dem Auto meiner Oma, was ein schwarzer Dreier-BMW ist, als 20-Jähriger halt mit Berliner Kennzeichen in Hannover rumgefahren bin. Und was ist passiert? Ich bin innerhalb von einer halben Stunde zweimal zur Routinekontrolle rausgezogen worden, wo wir jetzt alle sagen können, ja, okay, das hätte auch einfach Pech sein können. Aber alles in allem war es halt Racial Profiling und sie haben da einen jungen schwarzen Mann in einem etwas besseren Auto gesehen, mit Berliner Kennzeichen in Hannover und sich dann natürlich angefangen, ihren Teil dazu zu denken. Was? Der wurde in einer halben... Warum hat er denn den Führerschein verloren, wenn er kontrolliert wurde? Zweimal. Also irgendwas muss ja... Also irgendwas darf, kann ja nicht gestimmt haben. Also ich werde ja nicht einfach angehalten und verliere dann beim zweiten Mal. Ach so, Sie wurden dort schon angehalten. Das zweite Mal angehalten, bitte Führerschein her. So funktioniert das. Warum erfahren wir nicht die ganze Geschichte dahinter? Oh Junge, 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 Alter, ist das Kacke hier. Viel Glück beim Quiz. Wieder ein Punkt pro Person bei der richtigen Antwort. In welchem der folgenden Bundesländer müssen PolizistInnen regelmäßig Fortbildungen zu den Themen Rassismus und Antisemitismus belegen? A. Thüringen und Rheinland-Pfalz. Ich möchte lösen Sachsen, Thüringen und Brandenburg. B. Hamburg und NRW. C. In keinem Bundesland. Ich habe mal was ganz Gewagtes getan. Ich auch. Und... Anne. Ich wollte ja, eigentlich Hamburg, C sagen, weil ich mir dachte, ja, ich wollte auch C gehört. Sagen. Ich wollte auch C sagen. Aber ich wollte auch noch so ein bisschen Credit vielleicht geben und ein bisschen hoffen auch in der Antwort. Mhm. Antwort C ist richtig. In keinem Bundesland müssen PoliziststernchenInnen regelmäßig Fortbildungen zu den Themen Rassismus und Antisemitismus belegen. Weil... Ich weiß nicht, ihr werdet das nicht wissen, aber alle Polizisten sind Rassisten und Antisemiten. Oder so ähnlich. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht wisst ihr ja, ich verstehe es nicht. Trotz gravierender Studienlage mit Belegen zu Vorkommen von Racial Profiling oder rassistischen Gruppierungen innerhalb der Polizei, sind die Fortbildungsangebote in Deutschland situationsgebunden oder fakultativ. Wäre schön gewesen. Da waren wir einmal optimistisch, ja? Ja. Keiner hat einen Punkt gemacht. Damit steht es weiterhin ein Punkt für Daphne und null Punkte für Savio und Buba. Ab geht's. Dritte und vorletzte Runde. Yay! Wie können sich schwarze Menschen in Deutschland sicher fühlen? Fang mal an, gerne. Ich glaube, das ist eine Sache, die auf vielen Standbeinen irgendwie gleichzeitig passieren muss. Was ich persönlich immer irgendwie empfunden habe, ich war eigentlich immer einer der besseren Leute in meinen Klassen, aber wurde konstant immer unterschätzt. Um die Schüler sich sicherer zu fühlen, denke ich, dass man erstens mehr POCs und generell Leute mit Migrationshintergrund in diesen Positionen wie Lehrer, Lehrerin und sowas haben muss. Und sobald du jemanden hast. Also gemessen an dem Migrationshintergrund, gemessen an dem Migrationsanteil der Schüler, wie wir ihn in manchen Bundesländern an einigen Schulen mittlerweile haben, ja, dann müssten dort eigentlich zu Zwecken, damit es repräsentativ ist, irgendwie 95% Migranten unterrichten. Ja.
Jetzt wollen die meisten Migranten aber kein Lehrer werden. Was machen wir denn damit jetzt mit dem Problem? Der, mit dem du dich identifizieren kannst, der halt in einer höheren Position sozusagen ist als du, das gibt schon mal ein Gefühl von Sicherheit. Ich brauche ein Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit und generell in jeglichen Räumen, dass ich das Gefühl habe, wenn mir etwas Rassistisches passiert oder wenn ich Opfer von Rassismus bin, dass mein Umfeld reagiert und sagt, stopp. Weil oftmals sind wir als POCs in diesen Situationen und nicht jeder reagiert gleich. Nicht jeder ist dann direkt so tough und kann auch vielleicht was entgegnen. Vielleicht traut man sich das auch nicht und man ist erstmal auch überfordert damit. Wenn mich Menschen fragen darüber, okay, ist das und das und das rassistisch, finde ich schon mal gut, dass darüber gesprochen wird. Aber ich denke mir oftmals auch, du kannst es nachschauen. Du hast inzwischen so viele... Wie mache ich das dann jetzt, wenn ich dann in einem Raum bin mit einem Schwarzen und ich glaube, da passiert was, sage ich, halt, stopp, ich sehe Rassismus. Und jetzt schreite ich ein. Lass das, bitte. So? Bücher, Podcasts, alles, Zeitschriften, Artikel und so, die einfach, alles sagen. Einfach nur das Internet. Ja, und es sollte gezwungen werden. Ja, und es sollte eigentlich, ich finde, es sollte eigentlich nicht mehr an uns liegen, die anderen educaten zu müssen, sondern die Initiative sollte auch von den Leuten selber kommen. Das wäre mir super wichtig, um mich sicher zu fühlen. Was ich auch inzwischen immer preache, so in meinem Freundinnenkreis. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass wir hier drei unterschiedliche Meinungen haben. Nur falls ihr es vergessen habt. Wir sind so, Leute, wir brauchen einfach mehr Empowerment. Rassismus wird nicht bis morgen irgendwie vorbei sein. Das wird noch lange anhalten, leider. Aber lass uns doch einfach selbst empowern. Und vor allen Dingen, voll wichtig ist auch einfach Self-Care im Sinne von Selbstliebe erlernen, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Und das ist so das, was wir als Community und was man auch als einzelne Person wirklich lernen muss, wenn man die ganze Zeit von Rassismus betroffen ist, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zu lieben. Und das gibt einem Selbstbewusstsein, also so Sicherheit für einen selbst. Ja, und ich finde, das ist schon so wichtig, dass das zum Beispiel auch schon POC-Kindern beigebracht wird. Ich habe letztens einen Brief gefunden aus der Grundschule, in dem ich mich für meine hässliche Hautfarbe bei meinem besten Freund entschuldigt habe, weil er dafür fertig gemacht wurde, dass er mit dem Schwarzen befreundet ist. Es braucht auch für Kinder und POCs. Das ist übrigens das erste Mal in diesem Beitrag, dass ich mit meinem laienhaften Rassismusverständnis eine Stelle hier erblicke, in der es tatsächlich um Rassismus, um eine Rassismuserfahrung geht. Vielleicht habe ich auch was übersehen, dann korrigiert mich gerne. Ich will ungern ignorant sein. Ich möchte Ally werden und ich möchte mich educaten. Vorbilder, in denen man sich sieht. Bei mir hat sich mein Sicherheitsgefühl inzwischen verändert. Also ich glaube... Madame, ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Damals, als ich noch ein bisschen mehr Naivität hatte und vielleicht auch nicht so viel Wissen, habe ich mich noch viel sicherer in Deutschland gefühlt. Aber jetzt! Das ist ähnlich wie bei dem Transkind. Als ich noch gar nicht wusste, dass es diese Bewegung überhaupt gibt, wollte ich gar kein Junge sein. Merkt ihr was? Ein Muster? Ich wusste gar nicht, dass es die Probleme gibt, bevor ich mich... Ich wusste nicht, dass ich damit ein Problem habe, bevor mir jemand anders gesagt hat, dass ich damit ein Problem haben muss. So klang das gerade für mich. Die AfD wieder, weiß nicht, 19-23% der Stimmen hat bei... In der letzten Thüringen-Umfrage 36,5. Aber der Beitrag ist ja auch vom 20.12. Sonntagswahlen. Ich habe Angst. Da habe ich Angst. Sonntagsumfrage hatten wir schon. Haben wir wirklich Gedanken... Vor was habt ihr Angst? Vor was genau? Wie soll mein Leben dann aussehen? Und dann kommt vielleicht auch noch mein Frausein und mein Queersein mit dazu. Natürlich. Man kann nicht einfach nur BIPOC-schwarz sein. Man ist auch offensichtlich Frau. Wir möchten aber nicht mutmaßen, weil Geschlecht, wissen wir von Sven Lehmann, kann kein Arzt von außen attestieren. Und queer ist sie natürlich auch. Sexualisierung, Exotisierung oder auch Queerfeindlichkeit, die dann ja auch vielleicht... Ob der Linke homosexuell sein könnte? Mitschwingt. Das ist einfach immer ein größeres Risiko da draußen und auch in Berlin. Ja, ich fühle mich in Hamburg auf der einen Seite sicher. Es gibt aber trotzdem immer mehr Situationen. Nachts als betrunkenes 15-jähriges Mädchen würde ich mich in Hamburg, im Hamburger Stadtpark nicht sicher fühlen. Situationen, in denen ich mich unsicher fühle, in denen ich das Gefühl habe, ich werde doch irgendwie mehr gezielt Target von irgendwelchen Rassismen. Und eben auch als POC queere Person
ist es nochmal was anderes. Bevor es in die finale Runde geht, ein letztes Mal eine Quiz-Time. Bei der richtigen Antwort gibt es wieder einen Punkt. Welche der folgenden Forderungen ist ein Teil einer anstehenden Aktionswoche gegen Rassismus des Landkreises Böblingen? Internationale Wochen gegen Rassismus: A. Menschenrechte für alle, B. Deutschland bleibt bunt oder C. Wir lieben Multikulti. Es tut mir so leid. Hä? Gegen Rassismus. Wahrscheinlich wir lieben Multikulti, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Menschenrechte für alle? Wir haben alle Menschenrechte. Deutschland ist sehr bunt. Es wird auch noch bunter nach Katrin Göring-Eckardt. Kann man auch immer irgendwann nur noch drüber lachen, auch wenn es traurig ist von der Thematik. Ja, eben. Was? Ich habe Böblingen gehört und dachte mir schon so, das kann doch nur das sein. Also ich hab das Gefühl, das ist so richtig so, ja, wir machen jetzt mal was gegen Rassismus. Und ihr liebet Multikulti. Das habe ich so integriert. Antwort A ist richtig. Der Verein Landkreis Böblingen bleibt Bund e.V. koordiniert und bündelt die vielfältigen Veranstaltungen im Landkreis erstmals federführend und beteiligt sich im kommenden Jahr mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen an den Aktionswochen. In der Benennung der Internationalen Woche gegen Rassismus ruft der Verein nach etwas auf, was selbstverständlich sein sollte. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch gut ist, dass sie genau diese Worte gewählt haben. Ja, weil es alles inkludiert irgendwie. Also komplett. Und darum geht's ja auch, ne? Ja. Hä? Haben die sich da vertan? Liebet Multikulti. Das habe ich so integriert. Antwort A ist richtig. Antwort A ist richtig. Der Verein Landkreis Böblingen. Antwort B ist richtig. Ah, okay. Ich dachte, ich habe nicht richtig geguckt, aber ja, die haben es einfach verkackt. Ja, weil es alles inkludiert irgendwie. Also komplett. Und darum geht es ja auch, ne? Ja. Es geht darum, alle als gleichwertig. Also es wird jetzt unironisch so getan, als hätten bestimmte Menschen hier in Deutschland keine Menschenrechte. Menschenrechte. Das kannst du dir, das hätte ich mir niemals ausdenken können hier. Anzusehen. Ja, genau. Und das ist ja auch das Problem von Rassismus, dass schwarze Menschen, BIPOC im Generellen, einfach entmenschlicht werden. Und deshalb denke ich, soll es genau darum gehen. Ganz genau. Daphne hat nun 2 Punkte. Savi und Buba weiterhin 0 Punkte. Und jetzt die finale Runde. Wer sich am besten in die Hauptargumente der Person hineinversetzen kann, die links neben ihm sitzt, kann nochmal 3 Punkte zusätzlich gewinnen. Ist Schwarzsein in Deutschland gefährlich? Daphne fängt an und versetzt sich in Savio hinein. Also du hättest wahrscheinlich gesagt, du hast schon ein Sicherheitsgefühl, was die Polizei betrifft. Mhm. Vielleicht fühlst du dich auch sicher in deiner Bubble. Du würdest aber sagen, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Rassismus aufarbeiten in der Gesellschaft. Vor allen Dingen weiße Menschen sollten sich mehr solidarisieren, damit du ein Sicherheitsgefühl bekommst. Ich gebe dir 2 Punkte, weil du definitiv recht hattest mit dem, dass ich hier reingekommen bin, mit dem positiven Sicherheitsgefühl der Polizei. Der Punkt, aber ich glaube, ich habe den auch gar nicht so krass eingearbeitet, also bin ich da selber schuld. Der mir fehlt, ist, dass die Gewalttaten gegenüber schwarzen Personen echt auch gestiegen sind jetzt. Daphne bekommt 2 Punkte. Das schreit nach Faktencheck. Jetzt ist Savio dran. Also ich glaube, dass deine Argumente auf jeden Fall waren, dass es dir wichtig ist, dass man gerade zum Beispiel was Humor angeht, dass man aufpasst, in welchem Rahmen man den macht und dass du bisher jetzt in Berlin dich sicherer fühlst, da mehr POCs überhaupt unterwegs sind und es dadurch vielleicht für dich sich sicherer anfühlt, dass POCs Personen haben, zu denen sie Boah, diese Art und Weise, wie hier gesprochen wird mit POCs, bei POCs, das Gendern, das ist so anstrengend zuzuhören und also am Ball zu bleiben inhaltlich. Bildmäßig aufschauen können, dass wir LehrerInnen haben, Lehrende haben, die als Vorbilder da sind, damit wir uns auch in solchen Berufen erkennen können. Also hast du sehr gut zusammengefasst, würde ich dir volle Punktzahl geben. Savio bekommt 3 Punkte. Nun ist Buba dran. Ich würde jetzt einfach mal drauf losschießen, dass ein Punkt für größere Sicherheit für dich oder für ein Sicherheitsgefühl wäre, dass sich halt stärkere, besser vernetzte schwarze Communities finden. Das mit der Polizei ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weswegen du dich nicht sicher fühlst, dass da einfach so systematischer Rassismus herrscht und so. Ihre Meinung ist, wir haben ein Rassismusproblem in der Polizei, weil ihr Bruder, sie selbst hat nie negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht, nicht eine einzige. Aber ist ihr wichtig. Ihr,
systematisch dann nicht gegen vorgegangen wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu strikt bin mit der Punktevergabe, weil ich bin ja hier eh die Gewinnerin, punktemäßig, habe ich schon gemerkt. Ja, ja. nee, aber dann, ich gebe dir 2 Punkte. Danke. Und was war das fehlende Argument? Und als drittes war die Exotisierung und Sexualisierung von schwarzen Menschen, woraus mangelnder Respekt resultiert und Benachteiligung dann daraus. Wir sind auf die psychischen Probleme gar nicht eingegangen. Genau, stimmt, wir sind null auf die psychischen Probleme eingegangen. Das war ein bisschen gemein. Das Einzige war der Lösungsweg mit dem Selfcare. Buba bekommt 2 Punkte. Damit ist Daphne unsere Gewinnerin und bekommt jetzt einen warmen Regen voller Komplimente und 1 Minute Redezeit nur für sich. Ich finde alle Argumente, die du gebracht hast, sehr reflektiert und auch irgendwie... Unterschiedliche Meinungen. 3 unterschiedliche Meinungen, falls ihr es vergessen habt. Ja, zum Teil natürlich subjektiv, weil es deine persönlichen Erfahrungen sind, aber auch sehr, sehr objektiv betrachtet so und nicht irgendwie aus einer klaren Opferrolle, sondern einfach aus einer Perspektive das, was geändert werden muss. Und auch, dass du selber da Bereitschaft hast und Ideen, wie man das ändern kann. Und fand es auch, dass du sehr aufmerksam auch zugehört hast und mich mit deinen Einblicken heute bereichert hast. Cool, danke dir für das Feedback. Ich kann mich dem Ganzen wirklich auch nur anschließen. Ich finde, deine Punkte, die du nennst, sind super wichtig. Mhm. Vor allem auch der mit dem Self-Care. Ja. Das ist mir nie so wirklich auch bewusst geworden, dass das mal mehr transportiert werden muss, dass wir das tun sollen, müssen, dürfen. Also das war auf jeden Fall was ich jetzt auch in mein persönliches Privatleben einfach mitnehme. Oh. Und deswegen danke ich dir herzlich dafür. Und du hast uns unter den Tisch gequizzt. Stimmt. Ich dachte, ich hatte richtig Respekt dafür. Ich würde mir einfach wünschen, dass einfach noch das Bewusstsein in der Gesellschaft wächst, was Rassismus angeht, was das Rassismusproblem in Deutschland angeht und dass es auch in Zeiten von Krisen nicht vergessen wird, denn in Krisen sind auch dann rassifizierte Menschen immer noch mehr davon betroffen und so sollte es auf jeden Fall nicht sein. So wie übrigens in der Ukraine, als in der Krisensituation die ganzen afrikanischen Studenten als erstes mit aus der Ukraine raus wollten und dann gab es ja ein paar unschöne Bilder von der Grenze, wo es dann hieß, die Ukrainer seien alle extrem rassistisch, weil sie die schwarzen jungen Studenten nicht aus dem Land lassen würden. In Wahrheit ist es so gewesen, dass es halt wie immer hieß, Frauen und Kinder zuerst, weil die Männer mussten natürlich da bleiben und dienen. Ja, die dürfen auch bis heute noch das Land nicht verlassen. Jetzt will man auch das Alter für Reservisten von 27 auf 25 absenken, in der Hoffnung, man generiert damit 400.000 neue Soldaten für die Front, die dann im Kampf gegen Putin, ich wollte beinahe sagen, gegen Windmühlen verheizt werden können. Und bei den Afrikanern ist es eben so gewesen, oder bei den, sagen wir, schwarzen Studenten, dass die nur wenig Verständnis dafür hatten, dass auch bei ihnen die Frauen als erstes über die Grenze nach Polen sollten. Weil man muss ja auch überlegen, es ist eine EU-Grenze ja, zu Polen. Ist jetzt nicht so, dass es Binnenmarkt und so weiter, Reisefreiheit wie in Europa oder innerhalb der EU selbst gibt. Und die Einreiseregelungen sind halt sehr streng. Das heißt, es wurde jeder kontrolliert. Und diese Leute hatten halt eben wenig Verständnis dafür, dass es hieß, auch bei ihnen Frauen zuerst, weil das halt so eine Grundsatzregelung war und da wollte man sich eben nicht dran halten. Das hat dann für eine Menge Probleme gesorgt, aber das lasse ich einfach mal so stehen. Wir hören mal weiter noch dieses wichtige Statement. Aber so viel zu, diese Leute werden als erstes benachteiligt, also von denen wurde keiner an die Front geschickt. So, das wäre jetzt mein Gegenargument. Nicht in Vergessenheit geraten und an meine Geschwister will ich nochmal sagen, Leute, Selfcare, das ist das Ding, Selbstliebe lernen. Rassismus können wir bis morgen nicht beenden, aber wir können uns lernen, selbst zu lieben und selbst wert zu schätzen und selbstbewusst zu sein. Das ist auch das, was mir am meisten Power gibt und was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben möchte. Es war mir eine Ehre. Ja. Danke, dass wir in der Runde so reden durften. Danke, dass wir uns gegenseitig so schön zuhören konnten. Ja. Wunderbar, danke für die. Wir hören den Rest. Auch? Ich nehme nur Gutes davon mit. Ja, kann ich auch nur zurückgeben. Ich fand es schön, wie wir uns hoffentlich gegenseitig auch Denkanstöße gegeben haben. Vielen Dank.
Ich danke euch auch, weil ich gehe jetzt irgendwie mit so einem warmen Gefühl heraus, obwohl wir über Rassismus gesprochen haben. Mhm. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn ich euch das nächste Mal sehe, denn wir werden uns safe sehen. Die Community ist nicht so groß in Deutschland. Ja? Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. Danke für euren Input. Merci, merci. Auf Wiedersehen. Falls ihr noch mehr über das Thema erfahren wollt, dann klickt gerne hier und checkt auch gerne den Unbubble-Kanal hier unten aus. Nein. Ja, ein letztes Mal noch. Wir hatten hier drei Gäste mit unterschiedlichen Meinungen. Drei Runden mit Quizfragen. Ja, also ein rassistischer Vorfall ist gefallen, wo er irgendwie seinen Entschuldigungsbrief an seinen besten Freund geschrieben hat, weil er dafür beleidigt wurde, dass er mit einem Schwarzen als Kind befreundet war, wie auch immer. Das wünsche ich keinem Kind, solche Erfahrungen zu machen. Der Rest, der hier angesprochen wurde, wirkte wie eine Zusammenstellung aus irgendwelchen Online-Foren und Erfahrungsberichten von anderen. Man selbst hat keine negativen Erfahrungen gemacht, weder mit der Polizei noch sonst irgendwie. Ja, auch die Freunde nehmen irgendwie alle Rücksicht. Wir hatten die rassistische Negerkuss-Oma. Abgesehen davon, alles überhaupt kein Problem. Und was mich noch so ein bisschen stört, ist der Vorfall mit der Polizei. Irgendwie zweimal angehalten werden und den Führerschein abgeben innerhalb von 30 Minuten. Da fehlt so, weiß ich nicht, 90% der Story irgendwie. Und Self-Care, Selbstliebe, also ich weiß nicht, Self-Care, da geht es ja glaube ich auch darum, dass man irgendwie, weiß ich nicht, sich um sich selbst kümmern soll, ja, so ein bisschen Psychohygiene betreiben soll. Ich glaube, das sollten wir wahrscheinlich alle mit ins neue Jahr nehmen. Alles nicht ganz so verkrampft vielleicht auch zu sehen, ein bisschen lockerer durchs Leben zu gehen und nicht jeder Spaß und jeder Witz ist ein Angriff auf deine Herkunft und deine Hautfarbe, zumal ihr irgendwie ja alle hier in einer weißen Familie in Deutschland aufgewachsen seid. Nicht jeder, der einen Witz macht oder irgendwie Schoko oder Negerkuss sagt, ist halt ein schlimmer Rassist. Vielleicht sollte das irgendwie in euer Selfcare-Programm mit einfließen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Das Ziel bis Ende des Jahres soll noch die 60.000 Abonnenten sein. Durch meine 7-tägige Sperre unmittelbar vor Weihnachten könnte das ein bisschen schwierig werden. Vielleicht ist hier der ein oder andere dabei, der sagt, ja, Video finde ich gut, ich abonniere dich jetzt. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, ja, was eure Meinungen sind, ob ihr vielleicht selber Rassismuserfahrungen gemacht habt und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.